Oh, na, herzliches Beileid. Also, weil ich ja nicht sowieso schon hier lang genug gesessen habe und gebraucht habe, brauche ich jetzt auch noch Respawn. Ganz großes Tennis. Wie lange braucht eigentlich mein Knecht noch? Noch eine Minute, okay. So, auch den sammeln wir ein. Halten uns von den Krokus fern. Hier war doch auch noch eine Quest, ja, wusste ich. Von einer Harpie! Halbmensch. Krieger, okay. Der Handel. Ja, kommt näher. Sukia ist eure Freundin. Sukia hat in den von Mauern umgebenen Hof gesehen. Sukia kennt ein Geheimnis. Sie wird dem flügellosen Wesen dieses Geheimnis erzählen, wenn ihr etwas für sie tut. Wollt ihr euch auf einen Handel mit Sukia einlassen? Na klar, wir mögen doch Sukia. Sirenenfalle. Aha. Aha, okay. Also wir brauchen Fleisch, müssen aber die Fallen entfernen, weil die Krokus haben selbstverständlich die Fallen aufgestellt. Was? Nein. Das wäre unsinnig. Aber hey, wir sind in einem MMORPG. Was ist hier nicht unsinnig? Hallo, mein Freund. Nehmen wir und schicken dich wieder weg. Dann kriegen wir nämlich das nächste Mal Bekanntheit. Und wie wir alle wissen, wollte ich schon immer mal berühmt sein. Deswegen bin ich auch YouTube-Partner geworden und verdiene jetzt unglaublich viel Geld mit meinen Videos. Ich meine, pro Video habe ich wenigstens ein View momentan. Nein, das ist natürlich Unsinn. Ich bin kein YouTube-Partner. Ich verdiene mit meinen Videos kein Geld. Möchte ich auch irgendwie nicht so richtig. Würde mir, glaube ich, den Spaß nehmen. Aber ich mache das gerne, so Dinge der Lächerlichkeit preisgeben. Also, dass halt irgendwas nicht sein kann, weil irgendwas anderes nicht eintrifft. Ah ja. Jeder hat ein Hobby. Meiner ist Sarkasmus. Meiner. Meiner Hobby, weil der Hobby. Mhm. Der Hobby ist ja ganz klar. Kennt man doch. Das ist genauso wie, der Geschäft. Der Geschäft kann alles. War das nicht der Geschäft? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war jedenfalls ein total beknacktes... beknackte Phase. Da hat irgendwann, ich glaube, war das ein Video? Nein, der Gerät. Nicht der Geschäft, sondern der Gerät. Und es war so blöd, dass die Leute es reihenweise total cool fanden. Und ich saß so da und dachte mir so, ich glaube, das fällt in die Schiene SpongeBob. Das ist genauso behindert. Ah ja, macht nichts. Macht ja nichts. Wir können das. So, wir heilen einmal. Meine Heilsammler sind so schwach. So, von den Fallen brauchen wir noch 3. Von den Krokus auch. Von dem Quellstein noch 1 und von dem
Booten auch noch eins. Wobei ich nicht so viele Boote gesehen habe. Also die sind wirklich sehr rar anscheinend. Gibt wahrscheinlich genau 4. Müssen dann sowieso noch mal her, weil wir irgendwas mit den großen Schiffen machen müssen. Oder die Leute da drauf tot machen oder so. Xe's doch kommen. Xe's doch kommen. So. Damit haben wir den letzten Quellstein. Junge, ich brauche dich nicht mehr. Ich habe alle entflohenen Insassen, die ich brauche, tot gemacht. Das glaubst du da nicht? Ich brauche noch hier das Schiffchen, das muss ich noch anzünden. Und auch noch 3 Alligatoren töten. Ach, und einen Fluchtweg finden. Sonnenschuppen-Alligator. Hm? Ich weiß, dass ich mir gerade den Rücken hauen lasse, aber ich will nicht, dass mein Pet stirbt. So. Ist auch dieser hier tot? So, du dampf mal ab, damit ich das... Na toll! Ist hier so ein Stealth-Fuzzi in der Nähe. Ganz großes Tennis. Ich brauche noch einen Fluchtweg. So, das an. Heilen. Fett heilen. Mich selbst nochmal heilen. Ich schaue auch momentan so ein bisschen ab und zu, also eigentlich eher höre ich es nebenbei, während ich lese oder Bejeweled spiele oder so. Wie Barlow dem Typen WoW-Spielen beibringt. Und du sitzt dann da und denkst dir an manchen Stellen echt, ganz ehrlich, so blöd, wie der sich anstellt. Kann der nicht sein. Das geht nicht. Also dann muss der echt schon Bernd dem Brot Konkurrenz machen. Weil du sitzt dann da und denkst dir, einfach nur so weit wie ja, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Ja, du musst die Quest abgeben. Ja, wo denn? Ja, beim Questgeber. Bei dem mit dem gelben Fragezeichen auf dem Kopf. Nein, das ist eine andere Quest. Nein, das ist ein Spieler. Nein, das ist ein anderer Charakter, der nichts damit zu tun hat. Genau der das gelbe Fragezeichen auf dem Kopf hat. Und du sitzt dann da und denkst dir so, der verarscht einen doch, der kann nicht so blöd sein. Ich glaube schon, dass es ein bisschen gespielt ist. Also, das wäre traurig. Also, das wäre echt traurig, wenn der wirklich so schlecht wäre. Ohne das böse zu meinen. Ich meine das wirklich nicht böse, aber... fährst du schon so ein bisschen an den Kopf. Und verstehst nicht so ganz, ob die das ernst meinen. Naja. Oh ja, ihr habt Sukia zufriedengestellt. Ich werde euch jetzt mein Geheimnis erzählen. Die goldene Königin starrt von oben herab. Doch ist sie nicht die Sonne. Ihr goldener Prinz regiert unter dem Sand. Doch er ist dort auf eigenen Wunsch.
In dem von Mauern umgebenen Hof bildet sich eine große Macht, eine Macht, welche die Flügellosen ohne Vorwarnung zerschmettern wird. Sukiya hat diese Dinge gesehen, und nun überlasst mich meiner Mahlzeit, sterbliches Wesen. Danke, Sukiya. Ist ja irgendwie süß. Ach, da ist eine Höhle. Gut, ich habe den Fluchtweg gefunden. Und jetzt muss ich wieder zurück. Ich versuche mal, ob ich vielleicht besser... die Aalfar sind und die Sturmlegion, die sind alle an dem Komplott hier beteiligt. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ja, war klar. Es war auch blöd, aber ich hatte keine Lust umzudrehen. Gut, hol mich mal ins Leben zurück. Und dann heil mich nochmal. Boah, teuer, teuer, teuer. Sie haben diesen ganzen Quellstein zurück ins Gefängnis geschmuggelt? Das kann nur eins bedeuten. Dass sie sich auf etwas Größeres vorbereiten. Die Situation ist prekär. Wir müssen mit äußerster Vorsicht vorgehen. Klar. Nein, das tun sie nicht. Ich brauche gar nicht zu fragen. Ich kann den Rauch von hier aus sehen. Die Insassen werden in nächster Zeit wohl kaum per Boot entkommen. So, was willst du? Wir müssen jemanden in den Flachhof schicken, um nach überlebenden Wächtern und Offizieren zu suchen. Said ist sich sicher, dass mindestens ein Offizier noch die Stellung hält. Eine Frau namens Kasia Fellorn. Ich möchte, dass ihr sie findet. Sie kann bestimmt Hilfe gebrauchen. Natürlich. Suchen wir Kasia. Ich muss dann mein Pet wieder erwecken. Nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Nee, aber ganz ehrlich, und wenn wir dann... Und jedenfalls spielen die. Und die streamen dabei live. Und die ganze Zeit rennen mindestens 5 Leute, dem neuen Spieler da die ganze Zeit hinterher. Das würde mir so auf den Sack gehen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ich bin mal sowas sehr schusselig. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Ihr seht nicht wie eine Gefangene aus. Said? Er ist noch am Leben? Oh, den Stern sei Dank. Gut zu wissen, dass wenigstens noch ein paar von uns am Leben sind. Schnell, es gibt viel zu tun. Wir mögen zwar den Orden angehören, aber wir haben geschworen, diese Häftlinge von der Flucht abzuhalten. Also werde ich bis zum bitteren Ende auf meinem Posten bleiben.